Hallo, 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 hier ist wieder Schoki Banoki mit Daily, deiner tagesloses Angeberwissen. Hier haben wir den Mentalisten Marc Hagenbeck. Schönen guten Tag. Und ich bin auch da, ja, der Sascha. Der Sascha. Ja, genau. Und wir haben heute den 30. Januar und am 30. Januar hat Geburtstag der Christian Bale. Nicht erschrecken, hier kommt sein Foto. Ich habe mich selber gerade eben erschrocken, als ich es gesehen habe. Also wir kennen ja Christian Bale aus Filmen wie Batman und so weiter. Ja. Oder American Psycho, ein absolut kranker Film im Grunde, aber gut. Ja. Und ich habe den da aber irgendwie anders in Erinnerung. Was hat er für so eine Rolle irgendwie gemacht? Was hat er denn da gemacht? Das für eine Rolle hat er abgenommen ohne Ende. Junge. Ja, kurz vorm Tod. Das ist ja, da komme ich mir echt moppelig vor. Ich bin ja auch moppelig, aber das ist schon... Oh. Da kommst du dir erst moppelig vor. Ja, Esther. Ja. Esther, mein Und am 30. Januar 1986, da schwor Felipe, ja, das ist der Kronprinz von Spanien, oder mittlerweile der Dingens, wie heißt er? Wer ist ja nicht mehr Kronprinz, sondern damals Kronprinz, jetzt ist er König. König, ja. Ja, genau. Na, aus der König, Kronprinz, damals, König. Damals Kronprinz von Spanien, der Felipe, an seinem 18. Geburtstag schwor ein Eid auf die spanische Verfassung. Das war am 30. Januar 1986. Genau. Ich gratuliere. Hier, Felipe. Felipe. Ach komm. Ja, das war, also das kann man heute alles als Tagesdosis Angeberwissen anbringen. Kann sagen, weißt du noch, hier heute, als dann irgendwie 1986, da war der Felipe, der hat hier seine. Ja. Geschworen und heute hat auch Christian Bale Geburtstag. Und Christian Bale sieht besser aus als Philippe. Ja. Genau. So kann man das Ganze dann irgendwie vortragen heute in der Theke. Alter. Cheerio mit Sophie, bis Macht's morgen. Gut. Tschüss.